Meiner Band und der neuen Philharmonie Frankfurt. Dankeschön, Jungs. Ich bin ja immer auf der Suche nach dem nächsten neuen, aufregenden Projekt. In den letzten paar Monaten habe ich mich intensiv mit dem neuen Crossover-Album beschäftigt. Ich möchte euch heute Abend viele der neuen Stücke und Arrangements präsentieren. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und wir spielen jetzt für euch von Kachaturian den Säbeltanz.
Dankeschön. Auf Tour habe ich es ja leider nicht so mit der Ordnung. Um ganz ehrlich zu sein, bei mir herrscht absolutes Chaos im Hotel. Ich finde, das hat aber auch sein Gutes. Meine Mutter war neulich bei mir auf dem Hotelzimmer und wollte unbedingt aufräumen. Ich habe sie mit dem Argument aufgehalten, sollte jemals jemand etwas bei mir klauen wollen, geht der doch sofort wieder weg. Der sagt sich doch, ich bin zu spät, hier war schon jemand. Auf Tour kann ich mich halt nur auf eine Sache konzentrieren und das ist die Musik. Das ist meine, wie sagt man im Englischen, Human Nature. Thank you.
John Haywood, Marcus Wolf, Frank van der Heijden, Jeff Allen, Jeff Lifstein. Dankeschön. Mit 8 Jahren habe ich meine Liebe zum Dirigieren entdeckt. Meine Eltern haben mich oft mit voll aufgedrehter Stereoanlage wildfuchtelnd im Wohnzimmer gefunden. Diese Karriere endete abrupt, als ich das Scherzo aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit einem offenen Füllfederhalter und geschlossenen Augen dirigiert habe. Ihr könnt euch sicherlich die Begeisterung meiner Eltern vorstellen. Ich hatte es geschafft, das Wohnzimmer in kürzester Zeit mit Punkten umzudekorieren und Tintenblau war dabei die dominierende Farbe. Für dieses Desaster mache ich bis heute Beethovens Scherzo verantwortlich. Und das spielen wir jetzt für euch.
nicht älter wird. Mein Geburtstag ist ja am 4. September. Am Vortag, dem 3. September, bin ich von New York aus nach Sydney, Australien geflogen. Angekommen bin ich allerdings erst am 5. September. Durch die Zeitverschiebung in Richtung Westen gab es letztes Jahr für mich keinen 4. September, also auch keinen regulären Geburtstag. Ja, am Anfang war ich etwas enttäuscht, dass ich nicht mit meinen Freunden habe feiern können. Nachträglich überwiegt aber natürlich die Freude, letztes Jahr offiziell nicht älter geworden zu sein. Ich glaube, das mache ich jetzt jedes Jahr so. Naja, ich glaube, es ist schon... Es ist schon ganz gut, dass wir alle älter werden, jeden Tag hoffentlich etwas Neues dazulernen, Positives als auch Negatives. Das macht uns ja zu dem, was wir heute eigentlich sind. Erst die Vergänglichkeit gibt doch allem erst eine Bedeutung. Wir spielen jetzt für euch von den Beatles Yesterday. Jahres war ich auf Tour in den USA. Nach 3 Wochen ohne Pause, erster Feiertag in New York City. Ich wollte meinem Tourmanager Jörg Kollenbruch natürlich meine Stadt zeigen. Da wir beide schnelle Autos lieben, hatte ich spontan einen Sportwagen für diesen Tag organisiert. Jörg und ich also bester Laune unterwegs in diesem Auto in Manhattan. Zwischendurch natürlich Stopp bei meinem Lieblingsitaliener in Soho. Man glaubt es nicht, direkt um die Ecke ein Parkplatz in Manhattan, unbezahlbar. Jörg fotografiert ja so ziemlich alles auf Tour, also auch den geparkten Wagen. Hier ist das Bild. Ja, eine Stunde später nach dem Mittagessen, neues Bild. Findet den Fehler.
Von wegen unbezahlbar. Ich kann euch genau sagen, was ein Parkplatz um die Ecke von meinem Lieblingsitaliener in Soho kostet. $249 inklusive Abholung des Autos beim New York City Police Department. Für das nächste Stück gibt es unterschiedliche Textoptionen. Wenn ich gerade Karneval ist, halte ich mich natürlich an das italienische Original. Wir spielen jetzt für euch Funicoli, Funicola. We'll be right back.
Dieses Jahr möchte ich mich aber auch mal bei der gesamten Crew bedanken. Das sind nicht nur die Musiker, die hier auf der Bühne stehen und sitzen, sondern es gibt viele tolle Menschen, die mich seit Jahren unterstützen. Das nächste Stück eignet sich, glaube ich, sehr gut dazu, euch mal all diejenigen in meinem Leben vorzustellen. Wir spielen jetzt von Bon Jovi Thank You. Ich würde gerne für euch noch einen weiteren Klassiker spielen, und zwar den Soundtrack zu Fluch der Karibik. Thank you.
heutzutage ist es ja üblich, dass Gitarristen ein Pedalboard benutzen, um Live-Loops auf der Bühne zu spielen. Gut, das muss ich jetzt vielleicht etwas genauer erklären. Mit diesem Pedalboard kann man live etwas aufnehmen und sofort wieder abspielen, während man etwas anderes drüber spielt. Das kann man natürlich beliebige Male hintereinander wiederholen und so sein eigenes Ein-Mann-Orchester live einspielen. Ich wollte das heute Abend mal auf der Geige ausprobieren. Ist ein bisschen eine Premiere. Mal schauen, ob es funktioniert. Thank you.
Essen. Vor ein paar Wochen werde ich morgens in Tokio von einem Anruf aus New York geweckt. Mein Hausmeister aus New York ist dran und droht, die Polizei zu rufen, wenn ich nicht endlich die Musik leiser mache. Die seit Tagen dauernde Party wäre doch eine Zumutung für alle meine Nachbarn. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ein einziges Fragezeichen. Party bei mir zu Hause. Ich bin noch gar nicht da. Ich bitte meinem Hausmeister freundlich nachzuschauen, was denn da los ist. Von wegen Party, die Weckfunktion meiner Stereoanlage spielt. In voller Lautstärke ein Metallica Live-Album. Ja, dieses Album lief das gesamte Wochenende in Endlosschleife, seit ich New York verlassen hatte. Ich wusste doch, ich hatte irgendwas vergessen auszuschalten. Wir spielen jetzt für euch von Muzio Clementi das Rondo aus der Sonatina Nummer 5, auch bekannt unter Groovy Kind of Love. Einmal die Woche müssten ja die
Geilzeiten mit Alkohol gereinigt werden. Den besorge ich mir dann meistens übers Hotel. Selbe Situation in Frankfurt. Ich rufe an der Rezeption an und bitte, dass man mir mindestens 70%igen Alkohol aufs Zimmer bringt. Minuten später bekomme ich einen Rückruf von der Hotelbar. Herr Gerrit, wir haben leider nur 45%igen Alkohol hier. Ich weiß aber, wo ich einen sehr guten 80%igen Rum besorgen kann. Ich habe mal kurz überlegt, wie erkläre ich dem jetzt, dass ich nicht an der Flasche hänge, sondern damit putzen will. Naja, ohne Erklärung habe ich dann erstmal die Pulle Rum aufs Zimmer bestellt und gedacht, Rock'n'Roll. Zumindest für die geilen Seiten. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Rock'n'Roll für euch, und zwar von Led Zeppelin, Kashmir. Sport, typisch Jungs, aus allem wird ein Wettbewerb gemacht, höher, schneller, weiter. Vor 4 Monaten habe ich dann endlich die
die Sportart gefunden, in der ich ihn wirklich fertig machen kann. Eine Sportart, die einem alles körperlich abverlangt. Macho-Sport. Federball. Eine uralte schottische Sportart, die mir ein bisschen im Blut liegt. Ich habe ja von Seiten meiner Mutter schottische Vorfahren. Deshalb auch der Name Garrett. Die Geige hat ja in der traditionellen schottischen und irischen Musik eine große Bedeutung. Für das nächste Stück spielen wir ein solches für euch. Es heißt 1000 Pipers. Spazieren gehen auf den Straßenmärkten in Bangkok. Hier kann man so ziemlich alles sehr preiswert bekommen. Auserlesene Uhren, Designerklamotten, die neuesten Computerspiele und DVDs. Natürlich alles original. Zu meinem Erstaunen sehe ich am DVD-Stand ein mir sehr bekanntes Gesicht. David Garrett Live. Beide DVDs als Fälschung. Zum Verkauf freigegeben.
Ja, im Gegensatz zu meiner Plattenfirma habe ich mich sehr darüber gefreut, es auf den Schwarzmarkt in Bangkok geschafft zu haben. Frei nach dem Motto, if you make it there, you can make it anywhere. Ich habe in den letzten paar Jahren eine Musikrichtung etwas vernachlässigt, R&B, Rhythm and Blues. Seit langer Zeit beschäftige ich mich aber mit der Frage, wie bekomme ich das auf diesem Instrument hin? Für das kommende Album habe ich nach dem richtigen Stück, aber auch nach dem richtigen Groove und Sound gesucht und auch gefunden, wir spielen jetzt für euch Cry Me a River. Heute Abend möchte ich ein für und für alle Mal alle Gerüchte aus der Welt schaffen. David Garrett war zweimal verheiratet, hat mittlerweile 5 Kinder und momentan eine schwedische Freundin. Ich möchte euch den richtigen David Garrett vorstellen. Hier ist er. Man glaubt es ja nicht, aber auf einem Flug von Stockholm nach Paris habe ich tatsächlich neben einem anderen Fluggast gesessen, der auch
David Garrett Heath. Das war natürlich seine Lebensgeschichte. Über meine darf weiterhin spekuliert werden. Quentin Tarantinos Pulp Fiction war immer einer meiner Lieblingsfilme, aber auch zu einem tollen Film gehört immer ein großartiger Soundtrack. Und den spielen wir jetzt für euch aus Pulp Fiction, Miserlou. Pianist John Haywood kann das mit Sicherheit auch bestätigen. Wir sind ja seit mittlerweile 8 Jahren immer zusammen unterwegs. Ja, in all dieser Zeit hat sich John bis heute immer geweigert, ein Solo zu spielen. Ich glaube, das sollten wir heute Abend hier ändern. Was meint ihr? John, do you mind playing something for us tonight? All right, ladies and gentlemen, Mr. John Haywood. Lenin Pratt.
Ich würde heute Abend auch gerne etwas aus meinem letzten Klassikalbum für euch spielen, und zwar die Corelli-Variation. Samstag Nachmittag, ich langweile mich zu Tode in meinem Hotelzimmer und überlege, was ich machen kann. Ich rufe Jörg an, der irgendwo in der Gegend wohnt, und schlage einen entspannten Abend vor, Essen und Kino. Darauf Jörg: Also ich muss heute Abend zu einer Veranstaltung. Ich gehe gar nicht drauf ein, sondern versuche zu motivieren. Sag ab, so wichtig kann das nicht sein. Männerabend ist angesagt. Stille am anderen Ende der Leitung, dann: Herr Gerrit, du Vollprofi, das ist deine Veranstaltung.
ich komme dich um 7 Uhr im Hotel abholen. Manchmal bin ich echt froh, dass ich Freunde habe, die meinen Terminkalender etwas besser kennen als ich. Timing ist natürlich nicht nur im Leben wichtig, sondern auch in der Musik, besonders im Jazz. Das letzte Stück ist eigentlich aus dem Rock-Pop-Bereich. Es hat aber so wunderschöne Harmonien, dass ich zusammen mit John Haywood eine Jazz-Version daraus gemacht habe. Wir spielen jetzt für euch von den Eagles Desperado. Speziell spielen darf. Während meines Studiums in New York in der Juilliard School habe ich das oft so mit den neuesten Kompositionen und Arrangements so gemacht. Ich würde das gerne heute Abend wieder so machen. Jörg, hast du denn jemanden für heute Abend gefunden? Ich denke ja. Darf ich dich einladen für einen Song auf die Bühne? Wie heißt du denn? Slam.
Maßnahme. Ich grüße dich. Bist du aufgeregt? Sehr. Ich auch. Kommst du einfach mal kurz mit? Jetzt muss ich ganz kurz erklären fürs Publikum, weil die Leute nehmen mir ja nie ab, dass wir uns nicht kennen. Wir haben uns vorher nie kennengelernt, richtig? Richtig. Richtig. Wunderbar. Das ist schon mal geklärt sozusagen. Bist du alleine hier gekommen zum Konzert? Erste Mal oder? Nein, zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Wird auch schon zur Sache gegangen hier. Es ist doch noch gar nicht so spät. So, ich habe das vorher schon ganz kurz moderiert. Wir spielen etwas speziell für dich. Alle mal wegschauen. Guys, are you ready? Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß. Mit
Nee, das ist eine großartige Truppe und ich arbeite mit denen schon so lange. Also ich finde das auch immer ganz, ganz wichtig, dass sie auch was ohne mich spielt, damit die Klempfer auch nicht den ganzen Abend zu hören ist. Frank, was habt ihr denn für heute Abend vorbereitet? Ich spiele ein bisschen davon. Kurz anspielen. Ich glaube, das Stück muss ich nicht ansagen. Jungs, go ahead, guys.
Wir spielen jetzt für euch von John Miles, eins meiner Lieblingsstücke, Music. Thank you.
Können wir das Licht hinten ein bisschen mehr aushaben? Die große Taschenlampe da oben. Wir untermalen das ein bisschen musikalisch. Frank? Let it be, let it be, oh let it be.